6 Monate harte Arbeit, jede Nacht einen Wecker gestellt, damit ich jemanden bei der UFC in Las Vegas erreiche. Doch dann kam die E-Mail. Im Header stand einfach nur, tell me if you're in. Und es war ein Moment, da wusste ich, jetzt geht's los. Nevada, USA. Thomas Paul bei der Contender Series. 155,5! In der schnellstmöglichsten Zeit innerhalb von 3 Jahren einen Kämpfer dahin gebracht. Es fing so gut an. Coach on Long Island. Oh, he said can we have a chat with you later when he gets in the tow car? Oh, yeah, for sure. All right. Yeah, 100%. Yes. Thank you very much. Ja, es war vor, ich würde sagen, 2 Jahren. Dann hat Aber mir erstmal eine Nachricht geschrieben, was ich die Folgewoche mache. Ich glaube, das war roundabout Ende August, Anfang September oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich habe ich zu tun. Und dann meinte er, ob ich Lust hätte, nach Vegas zu kommen. Und dann habe ich gemeint, okay, ich muss mal gucken. Haben wir alles verschoben, was man so in seiner wöchentlichen Agenda halt zu tun hatte. Und das war dann auch für mich so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht wäre es interessant, über diese ganze MMA-Management-Geschichte ein YouTube-Format zu starten. Thomas Paul grew up playing rugby. You saw about the challenges. He's been deaf since birth and he has been literally traveling the globe trying to hone his skills, spent some time honing his skills at the All-Stars in Stockholm, Bang Muay Thai in Thailand. Feels like he's ready to take the next step here. Yeah, and listen, and that's what he's been doing in his professional fight career. Holy shit. Tranquilo, Esteban. Why you okay? It's a slow motion. No me lo puede gritar, güey. La esquina no me lo puede gritar, güey. Ahorita le parece que se puede. Esteban, tranquilito. Acá un poco nomás. Come on, güey. Hands tight, Tom. Eso, eso ya es bueno. Ya salgo 2-3. Cuando salí, vuelve con el 2-3. Patealo en medio, gringo. Cuando entre con el jab, patealo en medio. Patealo en medio. Cuando tira el jab. Ahí lo viste. No te quedes. ¡Eso! ¡Eso!
dann haben wir verloren. Alleine zu sehen, dass ein so junger Mann so ein stabiles Mindset hat, was das Business angeht, und merkt man auch einfach, dass er vom Kopf her viel reifer und weiter ist, und natürlich auch nehmen ihn viele Veranstalter oder Promotions aus der MMA-Szene weltweit nehmen ihn auch wirklich als kompetente Person wahr. Ist Marc Bergmann die stabilste Stimme Deutschlands? Die stabilste Stimme. Der stabilste Manager im Game, Alter. Ja, da haben sich die zwei richtigen gefunden. So I was looking forward to meet you, so we can talk business, man. Und ihn dann mit der Kamera zu begleiten und zu sehen, was aus ihm dann wird, wenn er dann mal vielleicht sogar mein Alter dann erreicht. Ich schätze mal, sollte, das ist jetzt meine Prediction, also sollte es wirklich so weit kommen, wird er mit Sicherheit mehrere Fighter schon bei der UFC haben. Er wird ein sehr, sehr großer Name sein, wahrscheinlich weltweit, weil das, was er bis jetzt gerissen hat, ist auch schon... Ja, das ist Champions League. Was soll ich über Nava sagen? Ich bin ein sehr guter Freund von Nava. Ich kenne ihn jetzt einige Jahre. Ich bin seit Anfang an dabei. Und es ist einfach nur Wahnsinn, wie sein YouTube-Kanal aktuell steigt und steigt. Mit großem Respekt. Ich versuche auch auf jedem Event von ihm einfach dabei zu sein, ihn zu unterstützen. Und es ist einfach wahnsinnig, was eine Aura der aktuell einfach ausstrahlt, wie der von jeder Organisation respektiert wird. Und ich krieg's auch mit, wie die Leute ihn anfragen für Kämpfer. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also sehr großen Respekt für Aber. Ich bin ja auch so ein Kampfsportbegeisterter, trainiere auch beim Aber im Passion MMA. Und mich freut es einfach, dass er in Pavel Dalitko kämpfen wird. Und im Corner auf jeden Fall Tom Espinel, der Heavyweight Champion, der aktuelle in der UFC, einfach im Corner ist mit Aber zusammen. Und das ist einfach nur krass. Ich glaube, dass wir, auch wenn wir das weiterhin mit der Kamera so begleiten, jetzt haben wir hier so eine kleine Mini-Doku gestartet, denke ich, dass das auch motivierend sein kann für andere, sag ich mal, junge Business Jungs und Mädels, die vielleicht ein ähnliches Ziel verfolgen, finanziell frei sein oder alleine so frei zu sein, dass man keinen eigenen Chef hat, sondern wirklich das macht, was man liebt. Da gehört sehr, sehr viel dazu. In allererster Linie Disziplin, wie beim Kampfsport auch. Du kannst super talentiert sein, aber Disziplin und Fokus bringt dich letztendlich dann dahin, wo du am Ende dann auch sein möchtest. Das Leben ist wie ein Schachspiel. Du musst ein paar Züge vorausdenken. Alexander Wesen, GMC-Champion. Daniel Schwinn. Tasso. Cecchino Nosso Pedro. Lukas Kraus. Last but not least, Pavel Dalitko. Ich kann nur eins sagen. Wir sind gekommen, um zu dominieren.